Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile schon 90. Folge von Project Unstable 4. Blumenfarm war ein bisschen erfolgreich. Wir haben jetzt hier 4 Stacks. Wir haben eigentlich ungefähr 4 Stacks von allen Blumen. Also 3 Stacks mindestens bis 4 Stacks. So, das ist so die Verteilung. Ist egal. Das heißt, wir haben davon auf jeden Fall schon mal ein bisschen was. Und ich würde sagen, heute kümmern wir uns noch ein bisschen darum, dass wir das vorbereiten. Und dann morgen... Sehr gut. Morgen werden wir dann ja unsere ganzen Payback-Punkte, die wir hier schön angesammelt haben, über die Zeit mal einlösen. Mal gucken, ob wir ein iPad kriegen. Egal. Also, wie gesagt, wir werden heute ein bisschen vorbereiten, dass wir hoffentlich dann morgen was Schönes machen können. Und ihnen einen wunderschönen Halloween-Tag bescheren können. So, egal. Also, was möchte ich dafür erstmal haben? Und zwar brauchen wir noch ein paar Dinge. Wir brauchen nicht nur ein paar Dinge, wir brauchen eigentlich relativ viele Dinge. Und zwar, gab es noch ein paar Ideen, die ich relativ gut fand und unbedingt umsetzen möchte. So. Und zwar war, jetzt finde ich es nicht. Warum ist das weg? Der eine Kommentar ist weg. Warum ist der weg? Egal. Also. Und zwar, warum ich diese pinken Dinger haben möchte. Ah, nee, ich sag. Sag ich's oder sag ich's nicht? Ich hab keine Ahnung. Nee, ich sag's mal nicht. Machen wir dann morgen. Genau, so, ich weiß nicht, wo der eine Kommentar jetzt hin sein soll. YouTube ist in letzter Zeit richtig blöd. Wenn ich auf die Kommentarseite gehe, werden mir manche Kommentare immer nie angezeigt. Also mal sind sie mir angezeigt, aber dann mit einmal nicht mehr. Und das ist einfach nur nervig ohne Ende. So, ich gehe deswegen jetzt mal in meine E-Mails rein, weil da sehe ich es wenigstens. So, Moment. Wenn ich jetzt nur wüsste, welche. Muss irgendeiner von denen hier sein. Nein. Ach Gott, das wird jetzt toll. Genau. Ich hab's endlich gefunden. Okay. Also, es gab noch die Idee, die Base mit Blut zu fluten. Von Blood Magic. Weil sie haben uns ja auch hier so ein bisschen Blut hinterlassen. Ich fand die Idee gar nicht so schlecht. Hier läuft sogar was raus. Haben sogar so gemacht, dass was rausläuft auf dem Altar. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, das letzte Mal. Und jedenfalls, dass ich doch machen könnte, dass Blutbits auf dem Boden sind, überall. Und ich vielleicht sogar ein paar Mobs spawnen lasse, die da. Ja, halt spawnen. Nein. Also ganz so übertrieben wäre es nicht. Wir werden einen Haufen Blutbits machen. Das werden wir machen. Ich werde es aber nicht fluten, weil das finde ich auch doof. Aber ich habe mir ein paar Dinge überlegt, was wir machen werden. Und ich weiß gar nicht, kann ich mittlerweile den Companion Cube schon machen? Das ist jetzt die Frage. Mensch. Muss mal ganz kurz gucken. Ich weiß nicht, ob der jetzt schon komplett implementiert ist. Das wäre jetzt interessant zu wissen. Wir probieren es einfach mal. Nehmen wir eine Soul Vial. Und das Doofe ist, ich brauche eigentlich einen Wolf. Das ist doch jetzt schon wieder doof, den finde ich doch wieder nicht. Brauchst du mal einen Hund? Kann ich irgendwie... Wurf? Wurf? Hm. Ist nicht wichtig, ansonsten... Ich könnte es über RF-Tools machen, aber das ist mir ehrlich gesagt zu doof. Für einen Wolf. Nee, finde ich doch niemals. Schon niemals finden.
ich habe das nicht durchdacht, dass ich das Ding brauche. Ja, okay, nee, das wird dann wahrscheinlich nichts. Okay, dann lassen wir das einfach sein. Weil mir jetzt nicht einfällt, wo ich in der Lage sein soll, jetzt auf die Schnelle Wolf zu finden. Ich überlege gerade, irgendwo hatte ich welche gesehen, aber ich habe keine Ahnung mehr wo. Egal, lassen wir das. Vielleicht finde ich es dann noch, dann können wir es bis zum nächsten Mal machen. Dann können wir uns vielleicht einen Companion Cube machen. Weiß gar nicht, gibt es wenigstens den halben schon? Gab es den halben Companion Cube? Ich weiß nicht. Sieht nicht danach aus. Müssen wir mal gucken. Egal. Lassen wir den Companion Cube. Wir machen uns das was anderes. Und zwar, wie machen wir diese Fluid Bits? Wäre vielleicht ganz mal interessant, ne? Für die Leute, die es nicht wissen. Und zwar gibt es einen Fluid Bit Tank von Chisels and Bits. Da rein kann man Flüssigkeiten packen. Jeglicher Art. Auch Blut von Blood Magic, das man übrigens wie folgt aus dem Altar kriegt, weil das auch nicht ganz so... Ihr braucht einen Eimer. Das ist jetzt nichts Besonderes. Aber ihr müsst den Eimer hier reinlegen. Und das zählt praktisch wie so eine Art Crafting-Rezept. Also aus dem Eimer und 1000 Blut macht ihr einen Eimer mit Blut. Ja. Genau. So, und was wir vielleicht auch noch bräuchten, wäre ein zweiter Chiselback. Moment, ich nehme mal ein Bit raus hier aus dem alten. So, dann können wir den wegpacken. Und hier Wolle. So, das Ding weg. Wunderbar. Hier haben wir Blut, das können wir jetzt hier reinkippen, wie wir lustig sind. Und dann können wir, Rechtsklick war's. Mit Rechtsklick hier raus die Bits entnehmen. Und wir kriegen jetzt hier einen Haufen Bits. Kann ich eigentlich mit irgendwie. Das ging schneller, ne? Ich kann hier nur mitklicken. Da kann ich hier vielleicht, wenn ich jetzt hier auf. Glaube ich nichts. Nee. So, okay, dann sammeln wir uns jetzt einen ganzen Haufen Life Essence mal an. Ich klicke jetzt hier einfach mal ganz schnell durch. So. Weiß gar nicht, wenn ich einen Chisel. Sobald ich einen Chisel habe, kann ich es auch so machen. Das ist schön. Ja, jetzt geht's auch. Ihm ging's nicht. Jetzt kann ich den Chisel weglegen und brauchen. Toll. Ihm ging's irgendwie nicht. Wenn ich keinen Chisel hatte. Okay, es geht anscheinend jetzt mit einmal doch. Gut, dann habe ich nichts gesagt, dann brauchen wir doch keinen Chisel. So. Okay, dann lege ich mal den Orb wieder rein. Wie viel haben wir jetzt? Ein bisschen. Wir dürfen halt nicht vergessen, wir brauchen 16x16. Für die Grundfläche. Also 256, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Doch, habe ich mich. Oder? Nee, kommt hin, ne? 256 müsste es sein. Nee. Ich bin gerade irgendwie zu blöd zum Rechnen. Das kann doch nicht sein. Es waren 256, oder? Ich traue mich hier gar nicht, warte. Ist egal. Ich habe Angst, was Falsches zu sagen. Deswegen sage ich lieber einfach gar nichts. Okay, den Tank nehme ich mal wieder mit. Weil wir werden wahrscheinlich noch ein paar andere Dinge brauchen. Und zwar habe ich so ein bisschen was vor, was sie auch bei uns gemacht haben. Allerdings möchte ich es ein bisschen anders gestalten. Wir haben ja hier Köpfe und so weiter. Und zwar war meine Idee, dass wir es wirklich so machen, dass wir ihn, wie soll ich sagen, eine Art Schlachthaus bauen. Also sowas. Ja, Schlachthaus ist nicht doof. Ich möchte gerne irgendwas, was wirklich
Da bin ich mir halt noch unsicher, wie ich das machen möchte. Ein Teufelgesicht, aus dessen Mund halt Blut rauskommt. Und dann möchte ich gerne eine Blutspur legen. So, mit ein paar Tropfen und so weiter. Über den kompletten Weg. Ich kann das mal zeigen. Wir haben ja Zeit. Wie gesagt, heute ist ja mehr so Vorbereitungsfolge und dann morgen machen wir dann Hauptbaufolge. Und dann, ja. Ich muss mir da noch ein paar Dinge dann vorher vorbereiten, dass ich irgendwie Bilder habe, worüber ich dann ein bisschen was machen kann. Und ich werde auch das nicht alles in der Aufnahme machen, definitiv nicht. Ich werde sehr, sehr viel offscreen machen und das dann einfach nur zusammenschneiden irgendwie. Muss ich gucken, wie mich morgen dann die Muße packt. Also inwiefern ich das dann zusammenschnibbel. So, und zwar haben sie ja hier alles möglich. Sie haben ja hier so ein Gerippe. So, meine Idee war, hier ist ja Blood Magic. Er hat ja hier schon 10 Liter Blut überall rum, die irgendwo herkommen. Ach, guck mal. Hat sogar eine rostige Leiter. Dass wir im Endeffekt dafür sorgen, die Decke gibt es natürlich jetzt nicht ganz her. Jetzt sind die Seitendinger, die waren das letzte Mal, als ich hier war, nicht da. Das ist doof. Okay, da muss ich mir nochmal überlegen, wie wir das machen. Ich möchte nämlich, ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, wir hatten doch für Caesar, hatten wir doch diesen Vault-Ding da gebaut. Ich habe sowas Ähnliches vor. Allerdings halt kein Vault und auch sonst nicht unbedingt irgendwie was in der Art, dass sich irgendwas bewegt, eine Vault-Tür oder was weiß ich nicht alles, sondern dass wir einfach nur den Vorhof zur Hölle bauen sozusagen. Also ich möchte gerne mit viel Feuer arbeiten, ich möchte gerne, dass irgendwie wirklich so ein Höllending hier irgendwo ist. Ich bin mir noch unsicher, wo ich es hinbauen will. Das werde ich mir dann morgen überlegen und wahrscheinlich werde ich es dann so machen einfach. Weil ich werde den Bau... den Bau ein bisschen offscreen machen immer mal und dann halt zusammencutten, habe ich ja schon gesagt. Werde ich hier irgendwo hingehen und werde dann immer für die Folgen die Minimap mal ausmachen. Und dann bauen wir hier überall irgendwie Zeug hin. Was hier oben ist, das werden sie dann sehen oder was weiß ich nicht alles. Wo wir dann, wenn wir dann unsere Blutspur legen, einmal quer durch. Irgendwo hin. Kommt das hin? Ich muss mir erstmal hier zurechtfinden. Okay, das ist einfach nur ein leeres Haus. Na, herzlichen Glückwunsch, okay. Jetzt, wo ich gerade die Schweine sehe, wir brauchen unbedingt Tierfarmen. Ich überlege gerade. Leider nichts Richtiges zum guten Automatisieren von Tierfarmen, glaube ich. Wir könnten was machen von Botania, was nur erwachsene Tiere tötet. Das Problem ist aber, die Kinder werden irgendwann erwachsen, das ist ja auch tot. Gibt's eine Feed? Nein, man kann also keine... Man kann keine Feeding Station machen. Schade. Okay. Nee, also wie gesagt, hier werden wir dann ein bisschen was irgendwo machen. Werden wir dann einen schönen kleinen Vorhof zur Hölle bauen. Jetzt kriege ich auch einen Schluck auf. Okay. Dass wir hier einmal schön lang gehen. Und was auch vielleicht lustig wäre, oben ist ja Botania von ihnen. Wir hier irgendwas machen. Bin ich mir auch noch unsicher. Also wie gesagt, Ideen können noch... Alles, was heute noch kommt, kann ich machen. Was morgen kommt, ist zu spät. So, nebenbei. Kein Druck oder so. Es gibt ein paar schöne... Und eine Sache werde ich nicht machen. Und zwar wurde vorgeschlagen, ich könnte es doch à la Oldschool Minecraft machen. Also das, was früher wirklich gefühlt in der Alpha- und Beta-Zeit auf Servern gefühlt alle 3 Meter stand. Und zwar so ein Dirt... Ne? Ihr wisst, was ich meine. Nein. Nein. Wir werden was Schönes chiseln, aber nein.
wenn kein Dirt ja bauen. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir echt nicht. Okay, gut. Mehr war jetzt auch nicht unbedingt. Es kamen noch ein paar Dinge, was man vielleicht noch zusammenbauen könnte und so weiter, aber richtig noch andere Ideen kamen jetzt nicht weiter. Erstmal, wie gesagt, müssen wir dann machen. Und deswegen machen wir jetzt noch ein bisschen was anderes. Und zwar gehe ich erstmal schlafen. Und dann setze ich mich anders hin. Und dann brauchen wir ein paar Tiny Potato. Die könnten wir schon mal vorbereiten. Ich weiß gar nicht, hatte ich die jemals gezeigt? Ich glaube ja, ne? Shia LaBeouf hat es ja gezeigt. Ist eigentlich egal. Und zwar kann man ja Folgendes machen. Man kann Tiny Potato umbenennen. Das weiß ja jeder. Ne? Kostet ein Level. Und wenn man die Soren nennt, dann sind die Tiny Potato beim Platzieren unsichtbar. Haben aber immer noch die Eigenschaft, dass man Items reinlegen kann. Und diese Items dann schweben. Und das ist wunderschön. Und so. Und das würde ich gerne nutzen. Jetzt stacken die nicht mehr. Ach so, doof. Auf Wiedersehen. Okay. So, die nutzen wir dann. Genau, und da werden wir noch ein paar Dinge dann nämlich in die Tiny Potato noch mit reinpacken, weil, wie gesagt, hier haben wir ja zum Beispiel schon einen schwebenden Kürbis und das kann man relativ gut nutzen noch für andere Dinge, aber dazu dann später mehr. Es gibt auch übrigens, ich glaube, es wurde, glaube ich, gefixt. Nee, ich lasse es lieber, bevor ich jetzt irgendwas zeige und dann ist es gefixt. Es gab nämlich früher ein Item, ich weiß gar nicht, ob das jemand noch kennt. Wenn man sich früher Iron Bars beispielsweise genommen hat, ich weiß nicht, ob einer von euch das noch kennt. Es ging, glaube ich, bis. Ich glaube, sogar in der 1.7 ging es auch noch. 1.6 oder 1.7. Man konnte sich Iron Bars mit einem Command oder was weiß ich nicht alles auf den Headslot legen, sodass man es praktisch am Kopf hatte. Und in dem Moment hatte man dann so eine riesen Iron Bar hinten aus dem Rücken ragen. Ich weiß nicht, wer das noch kennt. Das war lustig. Das waren schöne Zeiten. Das waren lustige, schöne Zeiten. So, was haben sie eigentlich gemacht? Sie haben mir die ganze Zeit einfach nur Kürbisse gemacht. Haben wir eigentlich Kürbisse? Okay, wir haben keinerlei Kürbisse. Wir haben aber noch Mechanical Miner. Wenn wir irgendwo, glaube ich, einen Kürbis stehen. Da. Dann würde ich sagen, wir sorgen mal dafür. Das kann ich hier nicht nutzen. Wir sorgen mal dafür, dass wir mit ein wenig Cobblestone hier dafür sorgen, dass der Kürbis nicht wachsen kann und machen einfach mal diesen da. So. Das soll das tun. Achso, genau, was ich noch machen wollte. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Oder? Nee, genau. Eine Acceleration Wand. Den wollten wir schon vor Ewigkeiten mal machen. Ist komplett vergessen. So, wir brauchen zwei Wandkorne. So, kann ich zweimal? Ich kann zwei machen. Wunderbar. So, Acceleration Wand. Moment. Wie gesagt, wir haben es bei uns ein bisschen so eingestellt, dass es Energie verbraucht. Auch nicht unbedingt das meiste, aber ein bisschen was. So, und zwar gibt es verschiedene Modi. Jetzt weiß ich wieder nicht die Taste. Minus war es, glaube ich, ne? Ne, Plus. Da, okay. Faster Mode, Fastest Mode, Fast Mode. So, wir gehen mal auf Fastest Mode. Und dieses Ding sorgt dafür, dass Ticks von Blöcken erhöht werden. Beziehungsweise zusätzliche Ticks von Blöcken kommen. Was sind Ticks bei Blöcken? Beispielsweise, wenn wir einen Ofen haben. In diesem Ofen haben wir unten eine Holzkohle drin. Und oben haben wir, was weiß ich, Stein drin. Dann geht das ja hier drüber. Das sind Ticks. Also es nutzt Ticks, um praktisch das Zeug zu braten. Wenn wir jetzt diesen Wand nehmen, können wir jetzt hier hin. Und wir sehen oben die Burntime geht extrem runter. Und wir haben 8. Stone gemacht. Wir konnten die
Zeit extremst beschleunigen. Vom Bratvorgang sozusagen. Und wir können das bei allen möglichen Teilen dies beschleunigen. Wir könnten zum Beispiel halt einen Kürbis nehmen und können hier hingehen. Und könnten immer wieder hier dafür sorgen, dass er ganz viele Ticks bekommt und sofort fertig ist. Und es ist kein Bone Meal oder so, falls sich jetzt jemand vielleicht das denkt noch, dass es als Bone Meal fungiert. Man kann zum Beispiel auch Ender Lilies, das dauert natürlich dann Ewigkeiten, aber man kann Ender Lilies auch boosten. Man kann alles boosten. Es dauert halt nur Ewigkeiten. Not enough Energy, ja, genau. Eine Ender Lily brauchst du schon Ewigkeiten und ja, mit dem Boost brauchst du auch noch Ewigkeiten. Jetzt wollte ich nur gerade, oder fast, nee, Moment, die Ender Lily glaube ich ging nicht. Ich glaube, da ich überlege gerade, nee, die Ender Lily hatte keine interne Tick-Handlung mit einem random Tick oder so, sondern sie hat ich weiß es gerade gar nicht, ob die feste Weltzeit einprogrammiert war, weil es hat immer einen Minecraft-Tag gedauert, bis es gewachsen ist. Die Ender Lily auf Endstone. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile fest einprogrammiert ist. Also, dass es auf die World Ticks geht. Das habe ich zum Beispiel bei meinem Mod, an dem ich gerade wieder ein bisschen aktiver schreibe. Ich bin kein Fan davon, dass man Ticks bei manchen Dingen beschleunigt, wo es nicht beschleunigt werden sollte. Beispielsweise kann man auch. Huch, ich mach's mal so. Einen Hopper nehmen. Und hier beginnt halt der ganze Spaß, den ich nicht mehr mag. Chest. Chest. Hoppa. Chest. Und nehmen wir einfach mal ein paar Sticks Cobblestone. Ja. Achso, ja, die Kiste nicht platziert. So. Okay. So. Und der ganze Spaß funktioniert alles mit Ticks. Und das ist das Problem. Und genau in dem Moment mag ich diese ganze Tick-Beschleunigung nicht. Weil du kannst einfach einen Hopper so beschleunigen, dass er die kompletten Stacks in Windeseile durchhaut. Das ist an manchen Stellen schön, weil du kannst somit, was weiß ich, Prozesse von, übrigens macht es nicht auf dem Multiblock gefährlich, kann manchmal echt gefährlich sein. Je nachdem, wie Multiblock programmiert ist. Ich finde es nicht toll. Ich finde es echt nicht toll, dass sowas geht, aber das ist, wie gesagt, es ist schon mal, Vanilla Minecraft hat ja schon das Problem, dass man da die Ticks erwähnen kann. Deswegen ist es bei mir beispielsweise so, was ich da mir zusammen tüftle in meinem Mod, das basiert eigentlich zu, ich glaube, 80% habe ich so gemacht, dass es auf der World Tick fungiert. Also es kann von außen nicht beschleunigt werden. Es sei denn, also in dem Moment ist mein Teil sogar weniger, nee, genauso anfällig. Nee, es ist egal. Es ist genauso anfällig auf Ruckler. Also auf Tick-Delay. Nee, ist genauso anfällig. Egal, lassen wir das. Hat hier nichts zu tun. Ich wollte es nur mal gezeigt haben, dass es ein bisschen doof ist, dass man, und wie gesagt, diesen Hopper, alles was Ticks beschleunigt, kann man damit beschleunigen. Also Hopper, alles was auf irgendeinem Tick funktioniert, einen, was eigentlich fast jedes Teil endet hier ist, was irgendwas mit der Zeit verändert. Und ein Inventar hat. Beispielsweise könnten wir auch die Mühle hier beschleunigen. Wir könnten jetzt hier. Ich habe Angst davor. Oh, ich habe Angst davor. Weil das Problem ist nämlich, die Mühle macht ja so schon. Genau. Genau davor hatte ich jetzt Angst. Okay. Gut.
Die Angst war berechtigt, möchte ich meinen. Ja, dass der Sound sich stackt. Also wie gesagt, es ist sehr böse. Seid damit vorsichtig. Es sei denn, ihr wisst, was ihr tun wollt mit dem Zeug. Aber wie gesagt, man kann alles beschleunigen, was auf Ticks funktioniert. Botania-Blume funktioniert auf Ticks. Man sieht es, ich kann da hinten jetzt die Blumen beschleunigen vom Platzieren und so weiter. Also, es ist extrem mächtig, sowas. Und wer jetzt denkt, ja, dann warum habt ihr diesen Mod drauf? Roots fügt den Stuff hinzu, den ich mir damals gemacht habe. Dann nach dem Update waren die Effekte weg, weil anscheinend neue NBT-Systeme genutzt wurde oder so. Ich habe keine Ahnung. Der hatte den gleichen Effekt. Zwar nicht in der Geschwindigkeit wahrscheinlich wie das Ding hier, aber wie gesagt, normalerweise verbraucht es, glaube ich, XP oder nicht mal irgendwas. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwas überhaupt verbraucht hatte. Ist mir auch relativ egal. Ich habe halt gesagt, okay, wir nehmen halt einen Haufen Strom. Wobei 500.000 Strom und ich kann ordentlich beschleunigen, ist eigentlich auch... Es lässt sich halt sehr schlecht balancen. Finde ich. Naja, gut. Dann haben wir das auch mal gezeigt. Den Acceleration Wand. Kann sehr schwer sein. Übrigens, theoretisch Smeltery kann man auch boosten. Crafting Table kann man boosten. Man kann die Farming Station boosten. Wie gesagt, alles was Ticks hat. Ja, so. Genau. Doch wollte ich aber ursprünglich gar nicht hinaus. Und zwar möchte ich nämlich ein bisschen Geräuschkulisse noch sorgen bei Flip. Das Problem ist, ja, wir haben keinen Soundplayer. Also irgendwas, was wir an beispielsweise Computercraft von nicht von Open, doch von Open Peripherals? Ich kann es nicht aussprechen. Okay, ich kann es heute echt nicht aussprechen. Irgendwas ist. Könnte daran liegen, weil mein kompletter Mund schon wieder trocken ist, aber ich jetzt nichts mehr trinke in den letzten Minuten. Okay, dann machen wir jetzt einfach, komm, bevor ich jetzt noch irgendwas mache, stelle ich mir jetzt hier hin und erzähle noch schnell. Also der, früher gab es halt eine Möglichkeit mit Computercraft bestimmte Sounds abzuspielen. Also alle Sounds, die im Spiel sind, konnte man abspielen lassen. Geht natürlich so nicht. Weil ohne Add-on ist schlecht. Das heißt, wir werden uns ein paar Zombies fangen. Vielleicht mache ich noch einen Power-Spawner dafür. Ich muss auch unbedingt mal gucken, ob ich einen Wolf finde. Genau, dass wir das haben. Und dann werden wir nämlich so ein paar Zombies in die Welt setzen bei ihm. Die wir umbenennen werden, damit er sie finden kann. Dann werden wir uns dann ein paar lustige Namen noch überlegen. Ich habe schon ein paar, aber mal schauen. Ich hab allgemein noch ein bisschen lustige Ideen, was man vielleicht hinbauen könnte. Was leider, ein paar der Ideen sind nicht unbedingt Halloween-tauglich, nur das Problem ist, ich glaube nicht unbedingt, dass wir im April noch irgendwas machen oder, ja, mal schauen. ich werde auch mal schauen, wie ich es mache, dass wir vielleicht irgendwann mal den Stream machen, wo wir hier ein bisschen rumbasteln. Ich weiß noch nicht genau wann. Es kann vielleicht nächste Woche Donnerstag. Ich will mich aber nicht drauf festnageln. Also es kann sein, muss aber nicht. Ja, okay. Dann würde ich sagen, wir lassen es jetzt hier erstmal so stehen. War mehr eine Lava-Folge von wegen, was ich vorhabe, was man machen kann. Dann habe ich eine Acceleration-Wand. Ich habe die Bits gemacht, habe noch ein paar Dinge gezeigt. Was ich halt vielleicht noch so wichtig fand, dass ich das nächste Mal einfach im Endeffekt losziehen kann, bauen kann. Und dann praktisch die Zwischenstände präsentieren oder so. Ja, gut. Dann wäre es das von mir erstmal. Dankeschön fürs Zuschauen. Und vielleicht sieht man sich ja dann beim nächsten Mal wieder. Dann habe ich hoffentlich einen Wolf und kann mal gucken. Ich kann das ja eigentlich auch im Singleplayer ausprobieren, ne? Ob es funktioniert.
Hier sind übrigens die ganzen Welten, wo es immer kaputt war. Ich mache eine neue Welt. Super flat. So, dann gucken wir mal ganz schnell nach. Ich will das jetzt wissen. Einfach nur mal jetzt hier so am Ende der Folge nochmal. Jetzt passiert eh nichts Spannendes mehr. Zeit ist auch rum. Hälfte hat abgeschaltet, weil ich mich schon halb verabschiedet habe. Aha, jetzt kommt der Bonusteil. Ach nee. So, wenn wir jetzt mal einen... wie ist das Ding? Blockdispender? Blockdispender, genau. Blockdispender. Wir brauchen einen Wolf. Wir brauchen wahrscheinlich Knochen noch, um den Wolf zu tamen. Genau. Das dürfte es sein. Wir testen erstmal, ob es mit dem wilden Wolf geht. So. Redstone. Es scheint funktioniert zu haben. Okay, es funktioniert. Companion Cube. Also, für die Leute, die es gerade nicht gesehen haben, ich mache nochmal mit Glas. Es ist im Endeffekt Folgendes mit dem Wolf passiert. Er wurde in den Block des Pender sozusagen gedrückt oder gesaugt. Und jetzt haben wir einen Block. Ich weiß, ich will jetzt mal ganz kurz. Kann ich jetzt mal hier eine Axt? Ich glaube nämlich, wir brauchen. Ich hoffe, es geht. Ach, der bellt sogar noch. Schön. Geht das? Oh, Mann. Okay, ein bisschen schade. Okay, letzter Versuch. Geht wenigstens die Säge. Nein, das ist die falsche Säge. Mechanical Axle. Axle. Denn früher konnte man. Ich weiß halt nicht mehr, ob es mit der Axt war oder mit was anderem. Früher konnte man nämlich den Companion Cube. Oh. Zerteilen, dann hat man so richtig schön die in, so einen halb aufgeschnittenen Wolf gesehen. halt extrem verpixelt und nicht unbedingt unappetitlich oder so, was man sich da halt. Man hat so dieses typische, wie man sich. Ihr kennt doch all dieses Bild von einem Steak oder so, praktisch, was in Comichaft immer gleich aussieht. So in etwa sah der Wolf von innen aus dann. Man hatte dann so zwei Hälften, man hatte die obere Hälfte und die untere Hälfte, das war so schön. Naja, gut, egal. Machen wir halt einfach einen Companion Cube. Ach, sowas möchte ich auch zu Hause dann haben. Also wir brauchen ein paar Wölfe. Dann machen wir uns Companion Cubes. Gut, das wäre das. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao und noch einen schönen Tag. Tschüss.